So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Ein herzliches Grüß Gott, guten Tag und ja, und liebe Grüße nach draußen in die Welt, denen das ihr eventuell auch gefällt. Ja, wir haben hier das erledigt bei Harun und dann werden wir zurück zum Tal nach Ashdod beamen. Gut, wen müssen wir ansprechen? Den Arenaleiter. Das ist der... Ist das Sandro? Nee, das ist nicht das Sandro. Der Arenaleiter ist... Oh, sorry, es rendert wieder ein bisschen hakelig. Ibrahim. Und wie sieht es aus? Harun schickt mich. Harun schickt mich. Brauchst du was? Ja, ich würde von ihm gerne einen guten Teppich aus Morasul kaufen. Aber mehr als 600 Goldstücke zahle ich nicht dafür. Okay. Und... Wie sieht es aus? Wie soll es aussehen? Die Kämpfe sind vorbei. Du bist der Champion. Auf jeden Fall habe ich durch die Wette. Okay, kennen wir schon. Okay, Ibrahim will haben einen kostbaren Teppich. Er will aber nicht mehr als 600 Goldstücke dafür zahlen. Der Teppich ist 800 wert. Ach, du liebes bisschen. Das heißt also, da mache ich ja Minusgeschäfte oder wie oder was oder was oder wie. Das ist ja ein Ding. So, das war Nummer 1. Dann haben wir ja, soweit ich das noch in Erinnerung habe, im Kopf habe, noch 3 andere. Und zwar, gucken wir mal hier. Genau, Selim. Das war doch Harun schickt mich. Klar. Brauchst du was? Meine Pfeile gehen mir langsam aus. Ich will daher sicherheitshalber noch welche bei ihm kaufen. Gut, an wie viel dachtest du? 200 Stück müssten erstmal reichen. Das wäre mir viel zu wenig. Okay. 200 Pfeile. Ist das wirklich wahr? Also, Selim möchte 200 Pfeile von Harun haben. Er meint also Jagdpfeile. Mal sehen, ob Harun Jagdpfeile hat. Ansonsten sollte ich zu Iskra gehen, der welche im Angebot hat. Iskra, das ist aber... Der ist aber in Uga. Wer denn noch? Ich hab mir das schon gedacht. Oh, Suef natürlich. Harun schickt mich. Brauchst du was? Du bist meine Rettung. Ich brauche Sumpfkraut. Eine Menge Sumpfkraut, verstanden? Nein, wie viel brauchst du? Wie viel? Nun, sagen wir mal 50 Stängel. Das müsste für das erste genügen. Okay, sehr schön. Dann gucken wir noch mal in The Loggy Boggy. Geschäft in Ashdod. Suef möchte einfach nur 50 Sumpfkrautstängel haben, alles klar. Irgendwie auf der Seite muss er der Schmied sein. Da ist er doch schon, Ortega. Ach, ich mag den Namen. Ortega 200 Goldstücke geben? Wofür? Das habe ich jetzt vergessen. Ich komme von Harun. Von Harun? Was will er? Hat er endlich die Kiste Erz für mich? Du brauchst Erz? Klar brauche ich Erz. Und das schon seit längerer Zeit. Ich dachte jetzt, du hast etwas für mich. Anscheinend nicht, was? Nein, zumindest im Moment nicht. Ich werde aber Harun fragen, ob eine Kiste Erz für dich dabei hat. Na, da bin ich mal gespannt. Jetzt speichere ich mal ab, weil ich wissen wollte... Hey, du! Die 200 Goldstücke geben, für welche Quest das war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Gut, jetzt bin ich bereit, dir beizubringen, was ich kann. Okay. Haben wir eine schöne Spende an Ortega gegeben. Gut, damit man Erfahrung von ihm kriegen kann, das war's also. Ja, ich bin auf der Suche noch nach dem letzten. Na, Schmied Ortega hat es, aber im 1-2-3. Absatz heißt es, Schmied Alvarez, der Vertraute des Schwarzmagiers Almansor. Da muss ich mal gucken, wo der jetzt wieder rumschwirrt. Da schalte ich mich wieder ein. So gefunden, wie immer. Mal ist er hier drin, mal nicht. Harun schickt mich. Brauchst du was? Du hast ihn also gefunden? Sehr gut. Ich brauche nichts. Aber mein Herr Almansor will Wein von Harun bestellen. Es soll aber ein besonderer Wein sein. Welchen Wein will dein Herr? Er will 5 Flaschen Wein aus Tarsus haben. Sag das, Harun.
Aus Tarsos? Kann ich sonst noch was für dich tun? In der Tat, ich hätte noch eine Aufgabe für dich. Der Adept Marquez sollte mit zwei weiteren Adepten Zutaten für den Schwarzmagier und Alchemisten Radomir suchen. Bisher haben wir nichts erhalten. Geh zu Marquez und frage ihn, wann wir endlich das Zeug bekommen. Wo finde ich Marquez? Er hält sich in Nemroshs großem Orklager in der Wüste auf. Das Lager liegt mitten in der Wüste an einem großen Canyon. Gar nicht zu verfehlen. Was für Zutaten sollte denn Marquez suchen? Ich habe nicht mehr alles im Kopf, was er suchen sollte. Aber ich habe ihm eine Liste gegeben, wo alles draufsteht. Okay, das ist jetzt so eine Nebenquest, vermute ich mal. Alvarez, hast du noch was? Wie ist mein Ruf? Ja, das werde ich später machen. Wenn ich erstmal die ganzen Händler mit ihren Waren versorgt habe. Das heißt also, zurück zu Harun. Und ihm sagen, was meine Leute brauchen. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich stand doch für dem richtigen Zelt, würde ich mal annehmen, ne? Ja, okay. Ups. Was habe ich vergessen? Ach, muss ich die Quest erst erledigen, so wie ich das sehe. Alvarez möchte für seinen Herrn Allemann so herum 5 Flaschen Wein aus Tarsos kaufen. Geht das jetzt nicht, oder... weil ich bin jetzt bei Harun. Dann gucken wir mal im Burglager vorbei und suchen mal Marquez. Marquez. Da muss ich wieder suchen. Wer ist Marquez? Marquez. Marquez. Ja, das muss ich wieder ein bisschen einrendern hier. Okay. So. Oh, er schwebt hier. Ja, ist ja auch ein Sektenheini. Die haben besondere Kräfte. So, Marquez, das ist Yusuf. Das sind Orgis. Das ist ein Schakalabe. Da ist Marquez. Tiefen Gespräch vertieft. Alvarez schickt mich. Was ist mit Radomirs Zutaten? Verdammt, ich? Nun, geht es auch etwas deutlicher? Ach verdammt, bisher konnten wir mit der Suche noch nicht beginnen. Und warum nicht? Es sollen Nomaden in der Nähe sein. Die machen uns doch kalt, wenn wir es wagen sollten, das Lager zu verlassen und diese dämlichen Pflanzen zu suchen. Und das soll ich jetzt Alvarez sagen, oder was? Was? Verdammt, natürlich nicht. Sag ihm, dass es noch ein wenig dauern wird. Ich glaube nicht, dass ich ihn damit zufriedenstellen kann. Radomir wird ihm sonst sicher die Hölle heiß machen. Bei Belia, ganz bestimmt. Dann sind sicher auch wir dran. Was sollen wir nur tun? Ich sehe schon, dass ich wohl die Zutaten für Radomir suchen muss. Das würdest du tun? Belia sei Dank, dann sind wir gerettet. Du bist nicht zu früh. Erstmal muss ich das Zeug finden. Was solltet ihr denn alles suchen? Hier hast du eine Liste. Alvarez hat alles aufgeschrieben, was Radomir braucht. Na schön, her damit. Weißt du, wo ich am besten nach dem Zeug suchen kann? Viele Kräuter wachsen in der Nähe von Palmen. Auch bei den Ruinen wirst du die ein oder andere Pflanze finden. Na schön. Ich schau mal, was ich finde. Gut. Noch eine Option? Nein. Dann gucken wir uns doch mal hier die Liste an. Die irgendwo hier zu finden ist. Und zwar die Kräuterliste von Marquez. Zutaten. Ah, oh, Leute. Das ist aber eine riesige Zutatenliste. 10 Heilpflanzen, 5 Heilkräuter, 5 Heilwurzeln, 10 Feuernesseln, Feuerkräuter, 5 Feuerwurzeln, eine Goblinbeere, eine Drachenwurzel, 3 Snapperkraut, 5 Feldknöterich, ein Kronstöckel. Radomir will das Zeug so schnell wie möglich haben, also bewege gefälligst deinen Hintern, sonst gibt es gewaltigen Ärger, Alvarez. Ja, das muss ich mir mal aufschreiben. Jetzt zeige ich mal mein Inventar. Also, ich brauche 10 Heilpflanzen, 5 Heilkräuter. Hier habe ich einmal 2 Heilkräuter und hier habe ich nochmal Heilkräuter. Die heißen auch so, sehen nur anders aus. Wären dann insgesamt 6. 4 Goblinbeeren, also hätten wir das jetzt auch hier. Wir brauchen nur eine. Erfüllt. Heilpflanzen haben wir 37, dafür brauchen wir nur 10.
Dann die dritte Version von Heilkraut oder Heilkräutern, 29. Muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege. Also ob das das gleiche ist. 25 Heilwurzeln haben wir. Von denen brauchen wir nur 5 dann. Feuernesseln haben wir jede Menge. Also haben wir keine Sorgen an dem Bereich. Und direkt daneben Feuerkraut. 5 Stück. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich die gesammelt hatte. Genauso wie Feuerwurzeln. Also, da sind wir safe. Bei Snapperkraut sind wir auch safe. Da brauchen wir nämlich 3 und wir haben 113. Und eine Drachenwurzel wird verlangt. Die haben wir auch. Da haben wir 5 Stück insgesamt. Das gilt auch für Feldknöterich. 22 insgesamt, 5 werden gebraucht. Und dazu brauche ich nur noch einen Kronstöckel. Aber so wie das aussieht, habe ich es wohl selber verbraucht, um mir Tränke zu brauen, denn ich habe keinen Kronstöckel im Inventar gefunden. Und dann wollen wir mal den Marquess mal den Rat befolgen, gucken, ob wir hier bei den Ruinen noch ein paar Pflanzen finden. Ja, das war wieder ein sanfter Übergang, weil ich musste mal hier wieder alles neu starten, damit das wieder ein bisschen flüssiger läuft. Aber dass es an einem Kronstöckel hapert, das ist hinderlich. Sonst haben wir alles, liebe Freunde. Wir haben alles. Jep. Also ich suche mal hier mich mal rum und schaue mal, ob wir dann halt eben einen Kronböckel finden sollten hier. Tollen Pokal. Ich habe hier also den ganzen Bereich hier akribisch abgesucht. Also werde mich mal hier nochmal umsehen. Aber dich dürfte ich auch durchhaben. Ich habe nämlich nichts weiter gefunden als nur verschiedene Quarze, alte Münzen. Also Pflanzen habe ich überhaupt keine gefunden hier in diesem Bereich der Ruinen. Jetzt habe ich alles durch. Es sei denn, nein. So, dann haben wir hinten noch ein paar Ruinen. Das habe ich hier alles akribisch durchgesucht. Keine Pflanzen, nur irgendwelche, naja, Münzen und Quarze. Ich guck mal weiter. Ja, und während ich hier so gucke, gibt's dort noch etwas, was ich noch nicht entdeckt habe, beziehungsweise hier haben wir einen Löwen. Okay. Mensch, ein bisschen schneller machen, Roland. Okay, er hat mich ein bisschen angenatzt, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, da hat sich hier noch ein Löwe verirrt. Was heißt verirrt? Aber den habe ich wohl mit seinem Mädchen vergessen. Es klappert die Tastatur am rauschenden Monitor. Nee, was sag ich da? Nicht die klappert die Mühle am rauschenden Bach. Ja, ich weiß, es war schlimm. Da dürfte noch einer sein. Noch einer schlafen. Jep. Das heißt, gucken wir mal, hier gibt es noch Sachen. Außer Knochen nichts gebrochen. Ist schon wieder die Musik aus. Habe ich doch eben schon angemacht. Ich speichere und mache mich mal frisch. So, jetzt machen wir nicht wieder den gleichen Fehler wie eben, sondern wirschen uns mal an den Löwen heran. Gucken, ob hier irgendwas Offensichtliches herumliegt. Gehe ich aber gleich nochmal hin. Hier, da ist er. Okay. Schleichen wir uns ganz vorsichtig ran. Ach, die Löwen. Okay, gut. Ja, los, Löwin, mach doch mal platt. Die trifft mich. Ich treffe sie nicht so richtig, ne? Aber jetzt. Wunderbar, okay. Jep, einmal zu viel Sprung gedrückt. Gucken wir nochmal hier. Ah, ich höre noch welche. Wo soll denn noch wer sein? Wahrscheinlich habe ich den übersehen, oder die. Ah, da hinten. Ah, wegen einem Kronstöckel. Hier alles absuchen. Da sind noch mehrere. Okay, da sind noch ganz... Der ist tot.
Ja, okay, dann folgendes. Moment. Also ich erledige das mal von hier oben. Und melde mich wieder, wenn ich sie weggekillt habe, ne? Okay. Ja, hier auch die restlichen beiden, die hier gelegen haben, habe ich jetzt auch eliminiert. Und jetzt gucke ich doch mal. Nee, da hinten sind noch mehr. Ich fasse es nicht. Also, dann habe ich wahrscheinlich zu der Zeit noch gar nicht so die Traute gehabt, die abzuschießen. Okay, ich melde mich wieder. Uiuiui, ist mal ganz gut, wenn man hier nochmal hier die ganzen Bereiche abklappert in den alten Ruinen. In der Richtung liegen die ganzen, die ich schon alles abgeklappert habe. Aber jetzt kommen wir zu Bereichen, beziehungsweise ich komme zu Bereichen, wo ich noch gar nicht war. Und da fällt mir auch ein Feuer, Wüstenfeuer-Varan auf. Oh, mal gucken. Ach, ich werde ihn ganz einfach mal von vorne nehmen. Oh, da ist was. Okay, das ging ja fix. Der hat auch eine Flammenzunge dabei. Genau richtig. Und jetzt schaut mal. Die Drachenwurzel. Die haben wir zwar schon. Feldknöterich. Ich brauche Kronstöckel. Bitte. Ich habe Lust auf Kronstöckel. Wo ist jetzt Kronstöckel? Nicht da. Aber vielleicht hier in... Ah, da sind ja auch noch mehr Wüstenfeuerwarenchen. Sorry, du drehst dich um, dann kommen auf einmal die Peoples da an. Shit. Und ich habe nicht abgespeichert. Moment, Moment, Moment. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Hier, der Mauer. Ja. Die werden sich hier bestimmt irgendwo dahinter befinden. Da. Oh, die hängen alle. Oh, schön. Die hängen da alle drunter. Gucken, ob ich was mit meinem Pfeilen ausrichten kann. Oh ja. Das geht sogar. Ich schieße übrigens Gipfpfeile, ne? Oh, Feuer. Okay, hau ab. Bis der endlich dahinter kommt, dass ich... So. Okay, die gehen sich wahrscheinlich selber auf die Kitten. Da hinten. Na also, läuft doch. Da kann ich eigentlich ein bisschen näher ran. Okay. Ah, die Mumie mache ich mal hier mit dem Schwertchen. Das dürfte doch eigentlich ein leichtes sein. So. Fertig. Ach ja, das ist ja so eine Giftmumie. Gucken, was die hier haben. Nichts Besonderes. Nur ein paar Knochen. Und du auch nur ein Knochen. So, wo waren die denn? Die waren irgendwo hier, als ich hier um die Ecke ging. Es ist echt übel. Okay, dann haben wir hier diesen Wüstenfeuerwaran. Das habe ich hier auch durch. Denn es kann ja möglich sein, dass hier noch mehr ist. Aber wir haben ja auch vom Marquess den Tipp bekommen, unter Palmen. Hier sind noch mehr, 3 Stück von der Sorte. Okay, dass wir von Marquess ja den Tipp bekommen haben, mal eben unter Palmen zu suchen. Oh, war ja. Gucken wir mal uns das hier an. Dann werde ich... Da sind Kräutertjes, okay. Also sind wir hier schon auf der richtigen Seite. Nachdem ich hier diese... nervenden, verfluchten Skelette hier mal eben wegballere. So, hier ist auch noch einer. Gucken, vielleicht kriegen wir das auch weg. Okay, die Anzeige geht runter.
Das sind zwei auf einmal. Wir haben zwei gesehen. Bleib doch mal stehen hier. Okay, reicht. Verdammt gut gemacht eben. Und es hat nicht so lange gedauert, wie ich sonst immer brauche. Ja, liebe Freunde, das ist so. Und verbessert sich auch. Oh, hier gibt es eine Truhe. Jetzt bin ich gespannt. Was haben wir hier? Ein verfluchtes Skelett. Kronstöckel! Ein Kronstöckel. Zwei Kronstöckel. Drei Kronstöckel. Leute, ich bin glücklich. Exakt der Heilung. Extrakt der Heilung, meine ich. So, kriegen wir die Truhe so auf, oder? Ne, kriegen wir nicht auf. Ich muss mal eben wieder mal aufschreiben. Oh, endlich. Ja, aber wie schon gesagt, ich komme dadurch in Bereiche, die ich noch gar nicht gesehen habe. Gucken wir mal eben, was die Truhe uns sagt. Okay, das ist gelaufen. 250 Gold, das ist sehr lohnenswert gewesen. Dann machen wir hier nochmal die ganzen anderen Viecherchen weg. So, dann machen wir mal das peu à peu. Soll ich die Kämpfe mit aufnehmen hier oder nicht? Doch, ich nehme sie mal mit auf. Ah, okay. Okay, das sind eins. Oh, das sind ganz schön viele hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gelaufen. So, dann nehmen wir gleich den nächsten hier. Könnten wir eigentlich hier... Los, komm mal. Ah, ich brenne ein bisschen, aber ich habe ja diesen tollen Helm auf. Ja. Das sind sehr, 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 sehr viele. Aber die dürften ja nicht so schwierig sein. So, wenn die gut verteilt sind, dann kann man sie ja schnell... Okay, kann man sie eigentlich schnell erledigen, die so ein bisschen auseinander sind, wie zum Beispiel der da hinten. Oh, seht ihr noch mehr solcher lustigen Kräuter und ich bin eine Stufe gestiegen. Freut mich, freut mich, freut mich. Und was ist das zum Beispiel? Das ist ein Schnepperkraut. Also sind hier die ganzen Sachen, die ich hätte hier finden müssen. Gucken wir hier nochmal. Also hier werden garantiert sein, weil das ist zu auffällig. Hier sind die ganzen Geschichten, die vonnöten sind für Marquez und Ramon Radomir. Liste, die es ja braucht, ist klar. Dann haben wir wieder einen, der ist ein bisschen nah an den anderen. Hier, da. Haha, hier, da. Über meinem Köppen hier. Jede Menge Geschichten. Und ein Hau und weg ist die. Sau. Sorry. Ich bin immer versucht zu reimen. Auch wenn sie manchmal schlecht sind. Ich weiß. Ich glaube, ich werde mal speichern. Uiuiuiui. Okay. Die sind ziemlich eng. Das heißt also, ich werde erstmal. Oh, sorry. Erstmal ihn hier nehmen. Okay. Das ging schmus. Oder smooth, besser gesagt. Okay. Zop. Bop, bop. Bop. Nicht. Du sollst erstmal... Genau. Linke Maustaste. Jetzt werden wir ja akribisch alles absuchen hier. Hier unter den ganzen vielen Gestrüpp. Die Truhe hatten wir. So, da wo es grün ist. Ja. Das dürfte eigentlich alles sein. Ich meine, schade, dass das nicht so aufleuchtet. Aber hier kann man es einigermaßen gut erkennen. Wenn ich jetzt... Hä? Wo seid ihr? Hab dich doch eben gefunden. Ja, da. Das wären zum Beispiel Goblinbären. Ja. Das ist cool. So, da hinten sind noch mehr Palmen. Jetzt weiß ich nicht, ob da auch was Neues gespawnt ist. Oh, hier ist noch was.
Das sieht nach einer guten Feldknöterich-Geschichte aus. Und wenn wir diese ganzen Kräuterches haben, können wir auch wieder, oder übrig haben, von denen von der Liste noch abgezogen werden müssen, dann könnten wir wieder weitere Tränke brauen. Und ja, das ist das. Dann werde ich mich mal da hinten hin begeben und gucke mal. Ei, wen haben wir denn da? Wir haben da einen lustigen Feuergolem. Den wir jetzt mal... Oh! Shit! Naja, ich sollte auch mit dieser Dings... dieser Rüstung einfach ein bisschen einfacher gehen. Er ist ja schon knapp kaputt. Ist er auch jetzt. Sehr schön. Super. Was habe ich hier noch aus dem Augenwinkel gesehen? Entweder ist das hier... alter Bogen. Neuer Pfeil. Zap, 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 zap. Da liegt noch die Schlacke. Ja, eigentlich realistisch gut gemacht. Die Hitze lässt den Sand natürlich ein bisschen schmelzen und hinterlässt Schlacke. Coole Idee, coole Sache das. So, ansonsten sehe ich hier nichts. Außer, dass wir hier noch Heilpflanzen haben. Also, bei den Palmen. Und hier haben wir noch einen Feuergolem. Ja, liebe Freunde, ich habe meine Frage. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob die ganzen Kräuter schon vorher da waren, bevor die Quest eigentlich angefangen hat. Mit der Zutatenliste. Hier, da ist doch wieder was. Ah, Mann! Wieso hat er so eine Reichweite? Boah! Jetzt muss ich aber... Der überrennt er mich einfach so. Manometer. Naja, also meine Erfahrung ist die, dass die Golem-Schutzrüstung doch ein bisschen mehr bringt. Oh, jetzt geht das wieder los. Sorry. Es muss wieder mal geschehen, dass der Ring aus- und angezogen wird. Aber ich werde es nochmal probieren, auch wenn ich jetzt so eine Lifetime hier habe. So. Zack. Zack, bloß nicht ausholen. Ja, richtig. Jetzt hat es doch mal geklappt hier. So ist es gut. So ist recht. Was haben wir denn hier? Noch mehr Goblin-Bären. Leute, Leute. Also wie schon gesagt, schreibt mir bitte in den Weltknöterich in den Kommentaren, ob die schon vorher existiert haben. Wo die Quest angefangen hat. Feldknöterich. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal hier ein bisschen weiter parallel zu diesen anderen. Ja, da ist auch Snapperkraut. Was ich noch nicht gefunden habe, war diese Feuerkraut und Feuerwurzeln. Pflanzen jede Menge, das ist gut. So sieht es nämlich aus. Bababam. Glaube, ich werde mal hier überspringen, damit wir noch ein bisschen Chance haben, die Quest abzuschließen. Leute, ich werde gerade verfolgt und ihr werdet garantiert sagen, mein Gott, wieso hat er... Wieso hat er denn... Okay. Denn nicht seine Lebensenergie aufgefrischt. Das werde ich sagen, aus dem einfachen Grunde, weil er eine Blutspur ziehen wollte, um zu gucken, ob ich dann in Bereichen schon mal war, wo ich war. Also, ne? Hier seht ihr das ja. Okay, ich habe nämlich wieder hier was entdeckt. Wo sind sie denn? Das war doch irgendwo in der Richtung. Genau, hier sind nämlich noch ganz viele Geschichten. Ich merke mir das mal. Ich möchte doch ganz gerne wieder zurück. Und zwar... Harunes Zeltlager? Nein. Tempel von Ashtot nicht in der Orklager, richtig. Da will ich jetzt hin. Und ich habe ja eh alle Zutaten. Ich kann ja immer noch da hinten hin und die Leute, die Tierchen dann killen. So, Magess. So. Oh, ich bin total angeschlagen, Magess. So, ich habe alles gefunden. Ich habe alles gefunden. Ich danke dir. Am besten bringst du alles direkt zu Alvarez.
Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit das Lager verlassen werden. Ja, dann lass mich doch mal ein bisschen 50 Gold erhalten. Wollen wir uns mal ein bisschen ausruhen in einem schönen, bequemen Bettchen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann werden wir erstmal abspeichern. So, ab zum Lager. Und ab zu Alvarez. Und vorher gucke ich noch mal ins Log rein. Um genau zu gucken, was wir haben. Zutaten für Alvarez. Ich habe Marquez mitgeteilt, dass ich Zutaten gefunden habe. Ich soll die Pflanzen jetzt zu Alvarez bringen. Er war heilfroh, dass er so glimpflich davongekommen ist. Und er drückte mir zum Dank einige Goldmünzen in die Hand. Dann Geschäfte bei Ashdod. Gut, Harun, 5 Flaschen Wein aus Tarsos kaufen. Die müsste ich jetzt nämlich auch noch irgendwann mal besorgen. Almansor, Alvarez, du bist da normalerweise, bist du hier drin normalerweise. Und da ist er schon, sehr schön. Alvarez, hey, guck. Ich hab mir das schon gedacht. Ich habe die Kräuter für Radomir, heißt der, okay. Ich habe die Kräuter für Radomir. Beliar sei Dank, du kommst zur rechten Zeit. Radomir wurde langsam ungemütlich. Ja. Damit hast du mir sehr geholfen. Weiter so, dann wirst du schon bald mit Almanzo sprechen dürfen. Ist dir meine Hilfe sonst nichts wert? Na schön, hier hast du noch eine kleine Belohnung, 100 Goldstücke. Ja, bedankt auch. Ruf braucht man nicht abzufragen, weil wir brauchen ja noch mehr. Dann müsste sozusagen, genau, die Mission für Alvarez, genau, erfüllt sein, die ist es auch. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zu diesem Wein. Alvarez möchte für seinen Helden Almansor 5 Flaschen Wein aus Tarsos kaufen. Und was soll ich sagen? Ich habe doch tatsächlich Wein aus Tarsos. Sorry. Und zwar sind das ja... Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh, ich musste mal husten. Da ist es. 4 Flaschen. Und da erinnere ich mich wieder vor einigen Folgen, hat ein Schau geschrieben, merkt ihr, welcher Weinhändler spezielle Weine anbietet. Tja, da müsste ich nochmal überlegen. Aber das werden wir in der nächsten Folge besprechen bzw. angucken. Ich bin schon echt ein bisschen über die Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Schreibt mir einen schönen Kommentar und gebt mir einen Daumen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.